Hallo, das kommen wir bei Düsseldorf Domodell. Heute tippen wir die zweite Liga. Aufsteiger Magdeburg und Paderborn, neu in der Liga, und Absteiger in Köln und Hamburg. Bitte lasst das mit den Kommentaren sein, wenn einfach euer Verein ich nicht ganz so gut ein Tipp setze. Es ist einfach meine Vermutung, wie ich es tippen würde. Und wenn jetzt einfach euer Lieblingsverein auf dem 18. Platz ist, dann ist das einfach so. Ich tippe einfach jetzt so. Ja. Ich will jetzt auch nicht viel reden, sondern direkt mal auch starten. Ich habe hier schon alle Vereine. Muss eigentlich nur noch hier überall Löcher reintun, weil die Vereine gehen so. Ich nehme einfach jetzt mal Paderborn nicht rein. Und dann muss ich auch noch überlegen, wie ich die Tabelle setzen würde. Sehen bis gleich. So, wir starten direkt mit der 18. Mannschaft. Die 17. muss ich noch überlegen. Auf den 18. Platz setze ich, wie ihr seht, den SFC Magdeburg. Ja. Aus dem Grund, die sind jetzt aufgestiegen, die zweite Liga. Ist einfach eine sehr starke Liga mit sehr guten Clubs. Ich glaube nicht, dass sie da mithalten können. Wir sehen uns gleich wieder, wenn der Feind da drin ist. So, und einfach. Ich glaube nicht, dass die Zweitliga gut leisten können werden. Ich würde so sagen, dass die alles geben, aber es reicht, dass die noch drin bleiben. Glaube ich eher weniger. Kommen wir jetzt auf den 17. Platz. Da muss ich eigentlich noch überlegen. Sind eigentlich sehr gute viele Vereine. Ja. Deswegen bis gleich. Auf den 17. Platz sag ich Jan Regensburg. Die haben vielleicht eine sehr starke Saison abgeliefert. Aber jetzt werden die absteigen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn der Verein hier drin ist. Und ich denke mal jetzt, wenn Samstag. Auf den 16. Platz muss ich. Kommt der. Der FC St. Pauli. Die. Oder warte mal, wer war nochmal auf der. Kräuter fit war. Und nicht St. Pauli, St. Pauli war oben. Boah. Sorry darüber. Kräuter führt. Vielleicht würden jetzt für alle sagen, das ist falsch. Kräuter führt wird umstehen. Aber wie die letzten zwei Jahre gespielt haben, also letztes Jahr auf jeden Fall, das war nicht ganz so prickelnd. So. Auf den 15. Platz tippe ich den SC Paderborn. Die setze ich etwas stärker ein als Magdeburg. Aber auch die werden nicht weit vorne stehen. Auf den 14. Platz tippe ich Dynamo Dresden. Und ja, wir sehen uns dann wieder, wenn ich den Verein da drin habe. So, auf den 13. Platz tippe ich Erzgebirge Aue. Ja. Die werden es nicht einfach haben, aber wenn nicht, alle Vereine nicht. Ich würde sagen, der 3. Platz passt perfekt für den. Der 12. Platz tippe ich den MSV Duisburg. Ja, einwandig eigentlich richtig. Ich habe fast denen gesagt, wo Duisburg immer aufgestiegen ist, dass die Duisburg direkt wieder absteigen wird. Und das war eben richtig. Ja, auf den 11. Platz kommt der FC Ingolstadt. Auf den 10. Platz kommt der SV Sandhausen. Das ist eigentlich gut ins Mittelfeld. Auf den 9. Platz tippe ich den FC Heidenheim. Auch wenn die letzte Saison Katastrophe eigentlich war,
Die werden sich wieder finden. Und ja, wir sehen uns wieder, wenn der Feind hier drin ist. Auf! Auf den 8. Platz tippe ich den Alemannia Bielefeld. Auf den 7. Platz, da werden jetzt vielleicht viele sagen, das ist nicht so. Die werden auch wieder oben stehen. Holstein Kiel. Kiel hat vielleicht eine sehr starke Saison gemacht auf den 3. Platz. Aber ich glaube, jetzt bricht zusammen etwas der Verein zusammen und kommt deswegen nur auf den 7. Platz. Auf den 6. kommt der FC St. Pauli. Auf den 5. Platz kommt SV Darmstadt. Die waren eigentlich auch sehr weit unten. Ich denke mal, Trainer und so alles. Wir werden darüber reden. So. Und deswegen wird Darmstadt wieder umstehen. So, jetzt haben wir die letzten 4 Plätze. Auf Platz 4 kommt Union Berlin. Auf Platz 3 kommt der VfL Bochum. Auf Platz 2 der HSV. Und somit steigen die direkt wieder auf. Ich weiß, das war es jetzt letzter, hat verloren gegen Kiel, aber man muss auch sagen, erster Spieltag hat eigentlich fast nichts zu sagen. Kann alles noch drehen. Und auf Platz 1 ist eben Köln. Ich bin vielleicht jetzt kein Kölner, aber trotzdem sage ich das. Ich würde eher lieber, wenn Dresden aufsteigt, Paderborn von mir aus. Aber so ist von mir aus auch noch Darmstadt. Aber so ist es halt einfach. Man muss ein bisschen realistisch tippen. Köln, Hamburg, Stein, also direkt wieder auf. Ja. Nach meiner Prognose spielt Kräuter Fürth gegen 1860 München. Und da würde ich sagen, Kräuter Fürth gewinnt. Und ja. Und morgen kommt eben die erste Liga. Die fehlen zwei Vereine. Ich weiß gerade gar nicht, wo die sind. Ja. Muss ich gucken, wo die sind und dann sage ich ihm nochmal die zwei Vereine. Die zwei Vereine finde ich gerade nicht, aber wir sehen uns ja eh bald wieder in der ersten Liga und dann seht ihr eigentlich nochmal alle Tipps. Das war's auch mit diesem Video. Schreibt eure Tipps in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ein Like da. Um noch mehr Videos zu erfahren, abonniert mich am besten und drückt auch am besten an die Glocke, dass ihr auch informiert werdet. Und ich werde auch so die hier eine Playlist machen. Ja. Auf jeden Fall schreibe ich auch nochmal die Tipps so in der Beschreibung.